Greenwashing verhindern und Investitionen in ökologisch nachhaltige Tätigkeiten lenken. Das sind die Hauptziele der EU-Taxonomieverordnung, über die ich heute sprechen werde. Ich freue mich sehr, in meinem ersten 3-Minuten-Umweltrecht-Video über ein so wichtiges Thema wie den Klimaschutz mit Ihnen sprechen zu können. Grüß Gott und herzlich willkommen bei 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Lisa Fockenhuber und ich bin Anwältin in der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Standorten in Wien, Salzburg und Graz. Um die von der EU gesteckten Klimaziele erreichen zu können, brauchen wir hohe Investitionen. Hierfür bietet die EU-Taxonomie ein ideales Instrument. Sie setzt allgemeine und übersichtliche Regelungen voraus, die bestimmen, wann ist eine Tätigkeit wirtschaftlich nachhaltig. Hierfür werden 6 Umweltziele bestimmt. Das sind zum einen beispielsweise der Klimaschutz, das ist der Schutz von Wasser- und Meeresressourcen oder beispielsweise der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft. Und hierfür, für diese Definition, gibt es 4 Voraussetzungen, um einer wirtschaftlichen Tätigkeit den Stempel ökologisch nachhaltig aufdrücken zu können. Das ist zum einen, muss diese Tätigkeit einen wesentlichen Beitrag zu einem dieser genannten Klimaziele beitragen. Zum anderen darf sie aber diesen Klimazielen auch keinen signifikanten Schaden zufügen. Davon abgesehen muss das Unternehmen gewisse soziale Mindeststandards einhalten und es müssen technische Bewertungskriterien erfüllt werden. Diese technischen Bewertungskriterien werden von der Kommission erlassen und enthalten ganz spezielle Voraussetzungen, von ganz kleinen bis zu ganz allgemeinen Bestimmungen. Da ist zum Beispiel zu nennen, gerade in der Immobilienwirtschaft werden Energieklassen angegeben, die diese Gebäude erfüllen müssen. Aber es wird zum Beispiel auch bestimmt, welche maximalen Spülvolumina Toiletten in diesen Immobilien haben dürfen. Es stellt sich natürlich die Frage, für wen gilt denn diese Verordnung? Und ich würde sagen, es geht weiter, als man zuerst denkt auf den ersten Blick. Denn natürlich gilt diese großteils für große Konzerne, für Finanzinstitute, die mit ihren ökologisch nachhaltigen Fonds werben möchten. Zum anderen wird die Finanzierungsfähigkeit von gewissen Projekten aber immer mehr davon abhängen, dass die Kriterien eingehalten werden. Und hierfür gibt es dann auch Auswirkungen auf Dienstleister und Zulieferer.